Herzlich willkommen bei TV Bayern Live. Schön, dass Sie reinschauen bei uns. TV Bayern Live, das Wochenendmagazin mit allen wichtigen Themen aus dem Freistaat und mit einer erfreulichen Nachricht für alle Festivalfans. Rock am Ring wird fortgesetzt. Es musste ja am Freitag wegen eines Terroralarms unterbrochen werden. Es gab auch 3 vorübergehende Festnahmen, aber der Terrorverdacht hat sich nicht erhärtet. Bislang ohne Zwischenfälle verlief das Festival Rock im Park. In Nürnberg feiern derzeit rund 80.000 Musikfans und es geht friedlich und entspannt zu. Das 22. Rock im Park Festival startet heute. Rund 80.000 Besucher werden 3 Tage lang feiern bei einem großartigen Line-up. Rammstein, die Toten Hosen, System of a Down und viele mehr. Die vergangenen Jahre haben wir uns immer unter die Besucher gemischt. Heuer haben wir uns gedacht, wir schleichen uns mal in den Backstage-Bereich und fragen jemanden, der sich gut auskennt, und zwar die Band selber. Wir haben hier die Donuts. Hallo. Hallo, schönen Servus. Tag. Guten Morgen. Eure Band gibt es eigentlich fast genauso lange wie Rock im Park, oder? Ist das wirklich so? Wir sind im 23. Jahr. Ja, ja, genau. Ja, das kann, das, ja, ja. Du, das ist Wikipedia-Recherche 2.0, Ladies and Gentlemen. Sofort eine Gehaltserhöhung für diese Frau. Super, das heißt, ihr seid eigentlich im Rock-Business und auch was Rock im Park angeht schon alte Hasen. Ihr seid jetzt nicht zum ersten Mal hier. Was würdet ihr sagen, macht denn so die besondere Atmosphäre dieses Festivals aus? Ich finde es sehr, sehr, sehr entspannt für die Größe des Festivals in der Tat. Also es gibt ja, also ich meine, Rock im Park ist ja, man sagt ja immer die kleine Schwester von Rock am Ring. Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Das ist die größere, schöne Cousine von Rock am Ring. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr entspannte Atmosphäre für die Art Festivalgröße, weil im Normalfall ist ja ab einer gewissen Festivalgröße irgendwie alles ein bisschen anonym und so. Und das ist hier eigentlich irgendwie trotz allem noch gegeben so. Dass es irgendwie nett und familiär ist, natürlich schön auf dem Rasen abzuhängen und so. Also das ist schon ganz cool. Keiner kommt hier lebend raus. Ist das so das Motto für ein Festival oder worum geht's in dem Song? Nee, im Grunde genommen ist der Song leider recht tagesaktuell, muss man ja sagen. Also wenn man momentan irgendwie so die Zeitschriften oder Zeitungen aufschlägt oder die Nachrichten guckt, da brennt die Scheiße ja wirklich an allen Ecken auf diesem Planeten irgendwie. Und im Grunde genommen ist der Song so bei aller bissigen Ansage, die der halt irgendwie hat und so zynisch, wie der halt auch eben auch ist, trotzdem eigentlich eine positive Ansage in Richtung, ey, wir haben nur dieses eine Leben, warum sollten wir das Leben uns gegenseitig kürzer machen, können wir nicht mal alle miteinander auskommen und mal eben ganz kurz Religionen abschalten, Extremismus abschalten und so weiter und so fort und einfach ein bisschen weniger Hass, ein bisschen mehr Küsschen verteilen. Ihr liefert mir immer schon den perfekten Übergang zu meiner nächsten Frage. Stichwort Extremismus, Terrorismus. Rockkonzerte sind ja in den vergangenen Monaten immer wieder auch Anschläge oder Ziel terroristischer Anschläge geworden, jüngst erst Manchester. Jetzt wurden hier ja auch die Sicherheitsvorkehrungen ganz stark erhöht für die Besucher, was da zu viel Unmut führt. Wie seht ihr so diese Gratwanderung zwischen einerseits muss man die Besucher beschützen, andererseits auch in ihrer Freiheit einschränken? Es ist super schwierig, das Thema. Und ich glaube, das muss man am Ende einfach den Profis und den Verantwortlichen überlassen. Natürlich kann man sich irgendwie ärgern, dass man irgendwelche Sachen nicht mit reinnehmen darf und so. Das wird alles ein bisschen komplizierter. Aber auch da finde ich, wenn sich jeder ein bisschen mehr zusammenreißt, kommt man da zusammen auch schon irgendwie klar. Und trotzdem ist es ja schön, dass sowas, und das ist das Wichtigste, dass sowas überhaupt weiterhin ohne Angst stattfinden kann. Naja. Also das ist halt super. Vom ernsten Thema wieder jetzt zurück zum Spaß an diesem Wochenende. Was sind eure ganz persönlichen Tipps für die Festivalbesucher, um hier lebend wieder rauszukommen? Ich würde immer gucken, wenn man aufs Dixi-Klo geht, ob Leute sich schon in der Gruppe versammeln und leise kichern. Weil wenn man reingeht, könnte es durchaus sein, dass man auf einmal auf der Seite liegt. Und das ist nicht so ganz zu empfehlen. Ansonsten gilt wie immer draußen nur Kännchen. Oder eben nicht. Ja, genau, oder eben nicht. Auf dem Flur wird nicht gerannt, hat es in der Schule immer geheißen. Ach ey, und der Rest trinkt viel Wasser zwischendurch und moscht so hart, dass ihr die ganze nächste Woche mit einem steifen Nacken sowieso nicht zur Arbeit gehen könnt. Der Rest ist einfach egal. Habt Spaß und passt aufeinander auf. Genau. Super, das also die Tipps von den Profis und damit gebe ich zurück. Ja, egal ob Rock im Park oder auch die Erlanger Bergkirchweih, Franken wird momentan zu Feierfranken. Unsere Reporterin Corinna Kleinekönen war bei der Bergkirchweih dabei und hat zum ersten Mal den Erlanger Berg erklettert, um einen Tag lang Bier, Brezen und bayerische Tracht zu genießen. Musik.
Drei Schläge hat er gebraucht, der Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik. Bierdusche dank leicht defektem Fass inklusive. Dann war es geschafft. Die Leute feiern und genießen einfach. Wunderbar. Endlich wieder angekommen zu Hause. Die Bergkirchweih ist eröffnet, die 262. in diesem Jahr. Und ich meine, die Stimmung, wie soll es anders sein, bei diesem genialen Wetter einfach richtig gut. Die Leute feiern schon, sind seit heute Mittag hierher gepilgert. Und ansonsten kann man nur sagen, werden das hier geniale 12 Tage. Das Wetter soll auch weiterhin so bleiben. Und ich hole mir jetzt erstmal ein Bier und lasse mir schmecken. Und da ist sie nicht allein. Denn hier geht's ganz klar ums Bier. 8,90 Euro kostet die Maß in diesem Jahr. Nicht gerade günstig. Abgeschreckt scheinen die Besucher davon aber definitiv nicht. Im Schnitt werden an einer Bergkirchweih rund 500.000 Liter getrunken. Wie viel Maß schafft man so am Tag als Besucher? Schaffen kann man einige, gerade runter kommt man maximal mit 3. Neben dem Bier zweitwichtigstes Must-Have auf der Bergkirchweih, Dirndl und Lederhose. Oder auch nicht? Ja, die Tracht. Für viele eine Frage nach den eigenen Wurzeln. Es gibt ja Leute, die sagen, Dirndl muss nicht sein auf dem Berg. Was sagt ihr dazu? Dirndl gehört einfach zum Berg. Also das ist ja so ein Bierfest und das passt einfach dazu. Und ja, ich finde, es ist einfach ein schöner Anlass. Das Dirndl ist für mich was typisch, was Bayerisches und eben nichts Fränkisches. Und wenn man hier in Franken unterwegs ist, dann sollte es, finde ich, schon eine fränkische Tracht sein. Neben der existenziellen Trachtenfrage gibt es dann aber auch ernste Themen. Nach den jüngsten Ereignissen wurden natürlich auch in Erlangen die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Stimmung versus Sicherheit hatten da viele im Vorfeld befürchtet. Jetzt, wo der Berg läuft, sieht das schon anders aus. Ich muss sagen, ich fühle mich sicher. Es ist keine Angst, dass man sagen muss, oh Gott, was kann passieren. Es ist Gott sei Dank noch nie was passiert und es wird auch so bleiben. Das Einzige waren eben die Eingangskontrollen unten, die spürt man dann schon. Aber ansonsten merkt man nicht allzu viel davon. Sicherheitspersonal sieht man überall ein bisschen, aber es hält sich in Grenzen. Ein rundum guter Auftakt also für das zweitgrößte Volksfest Bayerns. Bis zum 12. Juni kann jetzt noch auf den 17 Bierkellern gefeiert werden. Und das hat auch Reporterin Corinna gemerkt. Wer einmal den Anstieg geschafft hat, der kommt nicht mehr so schnell runter. Viel hat Wolfgang Amadeus Mozart von Würzburg nicht mitgekriegt. Ehrlich gesagt ist er nur mal auf einen Kaffee vorbeigekommen. Das war im Jahr 1790. Aber dieser kurze Eindruck hat genügt. Er war total begeistert von dieser so wörtlich schönen, prächtigen Stadt Würzburg. Nach dem Kaffee ist Mozart wieder weitergezogen. Seine Musik allerdings, die ist geblieben. Und die wird Jahr für Jahr mit einem großen Festival von europäischem Rang gefeiert. Mit einer feierlichen Fanfare vom Residenzbalkon aus werden die Gäste bei der Eröffnung des diesjährigen Mozartfestes begrüßt. Der rote Teppich ist auch schon ausgerollt und nun kann es beginnen. Wir schauen einmal im Inneren, wer sich da alles eingefunden hat. Ich komme als Minister mit einer unterfränkischen Schwiegermutter und einer Frau, die ich in Würzburg kennengelernt habe. Insofern ist das ein Stück Heimkehr. Und das ist eines der schönsten Festivals, die es in Bayern gibt, vor einer göttlichen Szenerie bei einem Kaiserwetter. Das ist fantastisch. Kaiserwetter, Konzert im Kaisersaal, festliche Bläserklänge, der rote Teppich ist ausgerollt, die Gäste kommen festlich gekleidet. Das haben wir uns erarbeitet, das haben die Gäste verdient. Aber das Mozartfest in Würzburg, das ist nicht nur die weltberühmte Würzburger Residenz. Das sind 22 Orte in und um Würzburg, an denen es in den nächsten 4 Wochen Mozart zu hören gibt. Das ist ein Kino, das ist der Golfclub, das ist eine Brauerei, die Weingüter, Kirchen, ein Kaufhaus. Mozart in Würzburg bis zum 2. Juli. Überall und für alle.
Ja, Bayern hat eine neue Bierkönigin. Sie heißt Lena Hochstraße und ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Frau Hochstraße. Herzlich willkommen und vor allem herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Sie sind in Begleitung von Georg Schneider. Er ist der Präsident des Bayerischen Brauerbundes. Auch an Sie ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute den Weg zu uns ins Studio geschafft haben. Frau Hochstraße, vor 2 Wochen war die Wahl ungefähr. Was hat sich seitdem für Sie verändert? Ja, ich bin voll mit dem Auto unterwegs jetzt. Also mit dem eigenen, ja. Und ja, bin schon ganz schön früh rumgefahren, obwohl es jetzt erst 2 Wochen waren. Aber was hatten Sie für Termine so? Ich war schon auf 2 Volksfeste, ich war gestern auf einem Bierfest, ich war schon, wo war ich denn nun überall? Ich weiß schon gar nicht mehr alles. Also jeden Tag woanders? Muss man sich das so vorstellen? Fast jeden Tag woanders? Fast jeden Tag, also ich sag mal jeden zweiten. Und was machen Sie dann so? Ich repräsentiere das Bayerische Bier. Und macht sie das gut? Hervorragend macht sie das. Ja? Sehr natürlich, sehr charmant und sehr kompetent vor allen Dingen. Sie waren ja auch in der Jury, waren auch dabei, als dann der Name Lena Hochstraße gefallen ist. Für Sie nochmal die Wahl der Bierkönigin in bunten Bildern. Die alte Kongresshalle in München war diesmal Ort einer wahrlich royalen Abendveranstaltung. Die neue bayerische Bierkönigin sollte gewählt werden. Die Stimmung war dementsprechend feierlich. Die Gäste auf Einladung des Bayerischen Brauerbundes gekommen, gut gelaunt. Im Festsaal allerdings war kurz vor Beginn die Anspannung bei den 7 Finalistinnen groß. Also die Aufregung steigt wirklich mit jeder Minute. Wir haben gerade unsere Familien schon draußen gesehen und da bumpert das Herz ganz schön, muss ich sagen. Wir alle sind aufgeregt. Wir haben ja auch Aufgaben zu bewältigen, die wo im Online-Voting ja gar nicht gezählt haben. Also es wird ja auch Fachwissen abgefragt und ja, ich glaube, wir sind alle aufgeregt, aber wir machen das Beste draus. Während die 7 Anwärterinnen noch bangten, war für die amtierende Bierkönigin Sabine Anna Ulrich klar, mit dem heutigen Abend ist Ihre Amtszeit vorüber. Eine tolle, hervorragende Amtszeit mit tollen Kontakten, Menschen, die ich kennenlernen durfte. Und es ist schon schade, deswegen auch das weinende Auge, dass ich natürlich dieses Amt jetzt abgebe. Aber ich habe tolle Nachfolgerinnen hier und ich bin gespannt, wer die nächste bayerische Bierkönigin sein wird. Nach der Abschiedsrede wurden die letzten 7 im Rennen um das Amt der neuen Bierkönigin dem Publikum vorgestellt. Dann erfolgte die Prüfung des Bierfachwissens. Jede Kandidatin verkostete dazu eine Biersorte und musste der 5-köpfigen Jury um Präsident Georg Schneider Rede und Antwort stehen. Ich glaube, die größte Probe ist schon mal, dass sie auf die Bühne gehen und dort möglichst frei und locker und sympathisch rüberkommen. Da sieht man schon, wer die geborene Rampensau ist, die es aber in so einem Job natürlich braucht. Online hatten die Fans bereits ihre Favoritin gewählt. In das Gesamtergebnis flossen zusätzlich die Wertung der Jury und natürlich die Stimmen der Gäste im Festsaal ein. Und so kam letztendlich ein klares Ergebnis zustande. Zur neuen Bierkönigin des Jahres 2017-2018 wurde die 22-jährige Lena Hochstraßner gekrönt. Die Kandidatin ist sehr überzeugend. Und also ich weiß, dass ich sie nicht ganz alleine gewählt habe. Kaum im Amt, schon war der Rummel um sie groß. Die neue bayerische Bierkönigin konnte ihr Glück kaum fassen. Ganz ehrlich, mit so einem eindeutigen Ergebnis habe ich absolut nicht gerechnet. Also die anderen Mädels waren auch alle super und auch alle total nett. Ich bin völlig überwältigt, ich weiß es überhaupt nicht. Ja, Wahnsinn. 12 Monate wird die neue Königin nun im Amt sein. Das bayerische Bier hat mit ihr eine Repräsentantin, die authentisch ist, viel Charme besitzt und natürlich viel Liebe für das Kulturgut Nummer 1 in Bayern mitbringt. Ja, und hier ist sie nun bei uns im Studio, Frau Hochstraßer. Herr Schneider, was war für Sie ausschlaggebend? Warum hat Lena Sie überzeugt? Weil sie alle Attribute eines bayerischen Biers hat. Sie ist schlank wie ein Pilsner, sie ist geheimnisvoll wie ein Rauchbier, sie ist prickelnd wie ein Weißbier und unglaublich attraktiv wie Freibier. Also insofern kann man gar nichts falsch machen. Wie viel Fachwissen wurde denn tatsächlich abgefragt? Schon einiges. Also ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr alle Fragen, aber es waren wirklich viele, auch ganz unterschiedliche Fragen. Also das heißt jetzt zum Beispiel, ich bin befragt worden zu den Malzsorten, die verschiedenen. Dann also eine andere Finalistin, die ist gefragt worden, was der Käferlohr ist. Dann, was ist Neues gefragt worden? Ganz viele verschiedene Sachen. Auch Fragen zur Tracht, ganz viel zum Bier natürlich.
Haben Sie sich die Fragen, also kommen die Fragen von der Jury dann? Die kommen von der Jury und die sind teilweise spontan, teilweise vorbereitet. Und man fühlt den Mädels da ganz schön auf den Zahn, ja. Okay, wissen Sie davon noch alles? Na. Was muss sie denn wissen? Was können Sie uns denn über das bayerische Bier sagen? Über das bayerische Bier? Ja? Ja, was wollen Sie denn wissen? Alles, was Sie wissen. Ah, ich weiß aber früh. Oh, das bezahlt aber nicht. Na, zum Beispiel, ja genau, den Fächer, den habe ich mitgebracht. Ja, der ist toll. Total super. Ja. Den also, müssen wir mal in die Kamera halten. Genau. Moment, genau. So. Der zeigt quasi ganz viele verschiedene Biersorten. Fast alle, die es gibt. Wenn wir andersrum machen. Ja, genau. Also so, die ganzen Farben, die es gibt. Dann, wenn man zum Beispiel aufschlagt, machen wir mal das Oktoberfestbier. Da steht dann, dass es ein malzbetontes, untergäriges Vollbier ist mit kräftigem Körper. Was ja stimmt, das wissen wahrscheinlich die meisten. Dann sieht man da schön, welche Farbe das Bier hat. Ungefähr, das variiert natürlich immer von Bier zu Bier, von Sorte zu Sorte. Aber dann steht, wie viel Alkohol es hat, die Aromatik, die Bitterkeit. Und dann steht noch als Special drauf, welche Speisen dazu passen. Da steht jetzt zum Beispiel würziger Braten und gegrilltes Geflügel. Oh Gott, kriegt man Hunger auf ein Händel? Genau. Und auf genau. Und dann ist da natürlich alles drin. Also da ist zum Beispiel ein Kölsch drin, ein Pils, heller Bock, Maibock zum Beispiel. Was macht für Sie das bayerische Bier so besonders? Ich meine, das bayerische Bier, das dürfen wir ja ganz unumwunden zugeben, ist ja über Europas, eigentlich Deutschland, weltweit ein bekanntes Bier. Ja, das bayerische Bier ist vor allen Dingen ein vielfältiges Bier. Es gibt nicht ein bayerisches Bier, sondern es gibt ganz viele Biere in Bayern. Im fränkischen Bereich trinkt man mehr Pils, im altbayerischen Bereich, Oberbayern, mehr helles und Weißbier. Aber es gibt auch ganz tolle Spezialitäten, wie ein Rauchbier zum Beispiel, wie Kellerbiere. Das sind tolle Bierspezialitäten, weltweit sehr gefragt. Und Bayern ist Exportweltmeister in Deutschland. 25% der bayerischen Bierproduktion gehen in alle Welt. Also diese Vielfalt wird natürlich in der Welt auch gerne angenommen. Es gibt aber auch ganz speziell hier bei uns ganz viele Craft-Biere, also gerade so kleine Brauereien. Mögen Sie das? Also trinken Sie das gerne, das Bier? Oder was ist eher so Ihre Biersorte, die Sie bevorzugen? Ich probiere es sehr gerne. Also ich finde es wahnsinnig interessant, da mal so ganz andere Bierstile irgendwie kennenzulernen, die man in Deutschland vorher ja eigentlich so noch gar nicht kennt hat. Mhm, also so ja. Pale Ale zum Beispiel. Das ist jetzt eins von den meistverbreiteten, aber dann gibt es auch verschiedene Supporter, die sind richtig malzig sind. Und das finde ich total spannend. Also kann man sich schon gut durchprobieren. Das geht ja auch exportmäßig ziemlich ab mit den Craft-Bieren. Das geht gut und ich finde immer, das ist spannend, wenn man ganz extreme Biere hat, ganz extrem geschmackige Biere hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein gut trinkbares bayerisches Helles oder ein gut trinkbares Weißbier. Dazwischen gibt es so unglaublich viel, die Welt ist da so groß und es macht spannend, jeden Tag ein neues Bier zu entdecken. Was ist denn ein gut trinkbares Weißbier für Sie? Einfach eins, das runterläuft, das man am Abend so wegsüppeln kann und der Tag ist dein Freund. Das ist so wie bei den Weinkennern, die immer sagen, Weißwein darf nicht anstrengend sein. Ja, genau. Quasi, genau, ne? Den trinkst du gemütlich den Abend entlang. Sie sind 22 Jahre alt? Mittlerweile 23. Oh, herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Danke. Jetzt geht's aber los, ins neue Lebensjahr mit ganz viel Elan als Bierkönigin, wahnsinnig viele Termine, Sie wissen es ja. Was ist immer so das Highlight im Kalender einer Bierkönigin? Die Auslandsreisen, die anstehen, natürlich der Oktoberfesteinzug und ganz, ganz viele Brauereifeste. Und vor allen Dingen der persönliche Kennenlernen von tollen Leuten während dieses Jahres. Wo geht die Reise denn nach der Bierkönigin hin? Sie machen ja, glaube ich, Ihr Studium noch fertig jetzt im Juli. Genau. Und was ist die dann in einem Jahr? Was sind da Ihre Ziele? Also ich wollte eigentlich immer gerne in einen Verlag, so ins Lektorat. Das hat mich total interessiert, interessiert mich immer noch. Aber jetzt schauen wir mal, jetzt ist gerade alles so voll mit Bier und das finde ich auch wahnsinnig spannend. Ich finde das alles so interessant. Und da kann man doch bestimmt das ein oder andere Bierbuch noch schreiben, oder? Ja, über Bier wird viel geschrieben. Aber es gibt auch Bierverlage. Ja, eben. Ja, toll. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß auf Ihren Reisen, auf Ihrer Zeit als bayerische Bierkönigin 2017. Danke für den Besuch. Vielen Dank auch für Ihre Anwesenheit. Danke Ihnen. Herr Schneider, wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder für Sie da hier bei TV Bayern Live. Bei Hornhaut empfehle ich die Hornhaut-Reduziercreme. Die Nummer 1 aus der Apotheke von Allgäuer Latschenkiefer. Sie reduziert die Hornhaut innerhalb weniger Tage. Beugt Rissen vor und verhindert so das Eindringen schädlicher Bakterien. Meine Kunden sind auch überzeugt. Ich habe da was wirklich funktioniert. Die Hornhaut-Reduziercreme in Ihrer Apotheke. Von hier kommt unsere Milch. Sternenfair, gentechnikfrei und bienenfreundlich.
kein Futter aus Übersee. Unsere Ziele sind eine nachhaltige, tiergerechte Erzeugung, gesündere Produkte und eine gerechte Entlohnung der Milcherzeuger. Fair im Erzeugerpreis. Sternenfair. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Meine Schulter hat plötzlich sehr weh getan. Ich konnte mich kaum mehr ohne Schmerzen bewegen. Prof Schmerzcreme wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Ich bin so froh, dass ich das alles wieder machen kann. Ich kann jedem, der Schmerzen hat, nur raten, holt euch die gelbe Creme aus der Apotheke. Prof. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. In Ihrer Apotheke. Mascara Me tönt intensiv schwarz und nachhaltig dunkler. Stärkere, längere und gepflegtere Wimpern bereits nach 2 Wochen. Klinisch bestätigt. Auch ungeschminkt sind meine Wimpern nun dunkler und länger. Mascara Me, ein Mascara, der mehr kann. Anfangs hatte ich nur diese Rötungen. Doch dann wurde es immer schlimmer. Couperose. Mein Dermatologe hat mir dann das Copeliac Spezialpflegegel von Medipharma Cosmetics empfohlen. Der pflanzliche Wirkstoffkomplex mit Calendula-Extrakt mindert Rötungen und kleine sichtbare Äderchen erscheinen gemildert. Auch vorbeugend. Copeliac Spezialpflegegel von Medipharma Cosmetics in Ihrer Apotheke. Randale bei versuchter Abschiebung in Nürnberg, dazu auch die Reaktionen. Außerdem Plenum Plus, was nervt und was gefällt? Die Generation Y und ihre Fragen an die Politik. Und die neue Trendsportart ist Rudern, geht jetzt auch in der Halle. Ein 20-jähriger Afghane wird von der Polizei aus der Berufsschule abgeholt. Er soll abgeschoben werden. Was folgt, ist ein zunächst friedlicher Protest der Schüler. Dann kippt die Stimmung. Linksautonome Chaoten mischen sich unter den Demonstranten. Die Polizei reagiert mit unmittelbarem Zwang. Was am Ende des Einsatzes bleibt, ist zum einen die Frage, ob der Polizeieinsatz unverhältnismäßig war. Zum anderen aber auch die Frage, ob die bayerische Regierung ihre Abschiebepraxis nicht überdenken sollte. Ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler, die da dann sich auch solidarisiert haben mit ihrem Klassenkameraden, eher Vertrauen in den Staat verloren haben gestern bei dem, was sie erleben mussten. Und ich finde, das muss nicht unbedingt sein. Der Einsatz an einer Berufsschule in Nürnberg erhallt immer noch extrem nach. Einen jungen Flüchtling aus der Schule abzuholen, für viele ein klares Fehlverhalten der Polizei. Irgendwo sehen Sie natürlich auch, dass wir hier einen vollstreckbaren Bescheid einer Verwaltungsbehörde haben, wo wir uns dieser Maßnahme nicht entziehen können. Eine Politik, die so nicht jeder hinnehmen will. Gestern gehen zahlreiche junge Menschen erneut auf die Straße, sprechen sich gegen die Abschiebung nach Afghanistan aus. Die Regierung Mittelfranken bleibt bei ihrem Standpunkt, auch in Bezug auf den 20-jährigen Afghanen Asef N. Herr N. ist seit 3,5 Jahren ausreisepflichtig. Er hat wiederholt verhindert, an seiner Ausreise mitzuwirken, ist auch allen Aufforderungen zu einer freiwilligen Ausreise nicht nachgekommen. Und deshalb muss dann in letzter Konsequenz auch an Abschiebungsmaßnahmen gedacht werden. Die von der Regierung beantragte Abschiebehaft für den jungen Afghanen wurde vom Gericht zurückgewiesen. Asef N. ist frei. Ihm droht aber nach wie vor die Abschiebung. Für Wirbel sorgte eine Äußerung des Mannes unmittelbar nach dem Polizeieinsatz. Er werde zurückkommen, um Deutsche zu töten. Der 20-Jährige hat diese Aussage jetzt dementiert. Ja, der Fall des Nürnberger Berufsschülers zeigt einen Missstand auf, der schon lange von Betrieben und Ausbildungseinrichtungen kritisiert wird. Abschiebungen aus Unterricht und Lehrerverhältnis haben fatale Folgen. Die Nürnberger Tumulte um den afghanischen Berufsschüler schlugen auch in München hohe Wellen. Mittwochabends in der Ludwigstraße die Spontandemo. Zu Hunderten demonstrierten Asylhelfer, Bürger und junge Flüchtlinge. Keine Abschiebung von der Schulbank oder von der Werkbank. Am Donnerstag dann eine große Kundgebung von 30 Verbänden und Initiativen, die sich um Integration bemühen, vor dem Kultusministerium. Keine Abschiebung von Menschen in Ausbildung und Arbeit.
In Bayerns Schulen ist man fassungslos. Also wir setzen uns ganz stark dafür ein, dass das Integrationsgesetz in dem Bereich durchgesetzt wird, wo diese 3+2-Regelung steht. Das steht einfach drin. Wenn die Jugendlichen in Ausbildung sind oder wenn sie 2 Jahre hier eben einen Arbeitsvertrag haben, dann dürfen sie bleiben. Und auch das zeigt sich schon im schulischen Setting. Wenn jetzt Abschiebementalitäten anders gestaltet werden, dann sitzt da ein Jugendlicher für kurze Zeit und muss dann wieder weg. Das ist für Lehrerinnen und Lehrer arg, die sich wirklich bemühen, die sich alle Haxen ausreißen, die diese Kinder integrieren wollen. Übrigens auch für die Gruppe. Man darf nicht vergessen, das macht den anderen auch Sorgen. Da sitzen ganz viele Kinder aus geflüchteten Familien in dieser Klasse und sind eine Gemeinschaft geworden. Und dann ist auf einmal nächsten Tag einer nimmer da. Und das löst in den anderen ja auch Ängste aus. Und ich möchte es gleich an der Stelle sagen, für mich ist das Wichtigste an diesem Thema, diese Kinder, diese Jugendlichen haben genau erlebt, dass sie nicht gewünscht waren. Sie haben genau erlebt, sie mussten gehen und jetzt müssen sie wieder gehen. Das bedeutet einfach für Jugendliche einen immensen Motivationsverlust. Ich glaube sogar bis dahin, dass sie sich fragen, ja, was habe ich denn bis jetzt eigentlich gemacht? Rentiert sich mein Leben so, wie es ist? Also ich hätte große Angst. Und das müssen sich die Politiker auch immer wieder überlegen oder auch die Behörden, die da was umsetzen. Was passiert mit diesen Menschen? Integration durch Arbeit und Ausbildung. Ein Slogan der bayerischen Wirtschaft, die händeringend motivierte und auch integrationswillige junge Azubis benötigt. Die umstrittene Abschiebepraxis aus Betrieben und Schulen wird auch von Industrie und Mittelstand abgelehnt. Wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel in Deutschland, sondern auch einen großen Mangel an Auszubildenden. Darum sind Flüchtlinge, wenn sie der Sprache mächtig sind und wenn sie vielleicht auch schon Vorkenntnisse haben, für die bayerische Wirtschaft ein echter Gewinn. Und es ist eigentlich nicht nachvollziehbar, warum man es diesen Menschen so schwer macht, hier in Bayern Fuß zu fassen. Man darf ja auch nicht vergessen, Bayern hat sich verpflichtet, bis 2019 60.000 Flüchtlinge, junge Flüchtlinge in die bayerische Wirtschaft zu integrieren. Das kann nur gelingen, wenn die Auszubildenden ihre Ausbildungen auch wirklich durchlaufen und wenn sie hinterher auch tatsächlich im Betrieb arbeiten können. Man glaubte ja mit dem Modell 3+2 das Thema befriedet zu haben. 3+2 ist im Prinzip eine gesetzliche Regelung, die den jungen Flüchtlingen die Möglichkeit gibt, 3 Jahre eine Ausbildung zu machen und anschließend 2 Jahre im Betrieb zu arbeiten. Das ist eine Planungssicherheit sowohl für den Unternehmer als auch für den Flüchtling. Das wird jedoch zunehmend von der bayerischen Staatsregierung, aber auch in anderen Bundesländern unterhöhlt. Auch im Bayerischen Landtag wird die Abschiebung von Flüchtlingsschülern und Azubis kritisiert. Was für mich das Wichtigste wäre, ist Klarheit zu schaffen. Wenn ein Flüchtling bereit ist, eine entsprechende Ausbildung zu machen, wenn der Betrieb bereit ist, den Flüchtling fortzubilden, wenn er sich dort gut integriert, dann muss es auch eine Sicherheit geben, dass man die Ausbildung zumindest zu Ende machen kann. Danach muss man dann weitersehen. Wenn er keinen Anspruch hat zu bleiben, muss man ihn vielleicht dann auch abschieben. Aber die Ausbildung zu Ende machen, das würde, wenn er in Deutschland bleibt, etwas für Deutschland bringen. Wenn er geht, würde es für sein Heimatland was bringen. 3+2 war ganz eine tolle Idee. Das wurde von allen getragen und richtig schlecht umgesetzt. 3+2, nochmal ganz kurz die Erklärung. 3+2, ein Geflüchteter kann 3 Jahre lang eine Ausbildung machen und darf danach noch 2 Jahre diesen Beruf ausüben hier bei uns im Land. Also ich meine, es ist ja wichtig, man macht eine Ausbildung, braucht man auch noch Praxis. Und das hat man geregelt, das ist ja auch für die Arbeitgeberseite ganz wichtig, dass sie auch weiß, wie lange sie die Leute behalten können. Also eine gute Idee, die grottenschlecht umgesetzt wurde. Leistungsbereitschaft und Integrationswille. Viele Flüchtlinge wollen sich hier beweisen, lernen, arbeiten und vorankommen. Die fragwürdige Abschiebepraxis in Bayern und anderswo trifft ganz offenbar genau die Falschen. Übrigens, wie aus einer Bundesbehörde zu erfahren war, ist es ja besonders bequem, Schüler oder Azubis herauszuholen, weil da weiß man ja, wo man sie wann anzutreffen hat und muss nicht lange suchen. Weitere wichtige Meldungen aus Bayern jetzt in unserem Nachrichtenblock. Die Razzia der Polizei in diesem Wohnhaus im oberpfälzischen Neustadt an der Waldnaab ist diese Woche erfolgreich gewesen. Festgenommen wurde ein 37-jähriger Türke, der für die Terrorgruppe Cunut al-Sham potenzielle Kämpfer rekrutiert haben soll. Er selbst habe auch an Kampfhandlungen der dschihadistischen Gruppe teilgenommen.
SPD-Generalsekretär Uli Grötsch lobte den Einsatz, zumal zeitgleich drei Wohnungen in Österreich durchsucht wurden. Zunächst mal will ich den Sicherheitsbehörden, dem Bayerischen Landeskriminalamt, zu dieser erfolgreichen Aktion gratulieren. Dass das eine gemeinsame Aktion offenbar mit den österreichischen Kollegen war, zeigt mir, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa sehr gut funktioniert. Deutlich macht das aber auch, dass Hinterhofmoscheen in Deutschland und eben auch in Bayern konsequent geschlossen werden müssen. Hassprediger und Dschihadisten müssen auch in Bayern den starken Arm des Staates spüren und immer dann, wenn das rechtlich möglich ist, festgesetzt werden. Das fränkische Dinkelsbühl soll zu einem Shopping-Mekka werden. Zumindest, wenn es nach vereinzelten Investoren geht. So versuchen diese gerade, ein Outlet in die historische Altstadt zu integrieren. Konkret bedeutet das, 40 bis 50 Läden sollen über den Stadtkern verteilt werden und unter dem Namen Romantic Outlet Dinkelsbühl zum Einkaufen einladen. Allerdings stößt der Plan auf Widerstand. Die Initiative Pro Altstadt hat bereits Unterschriften dagegen gesammelt. Eine Stadtratsentscheidung wurde jetzt vertagt. Dann soll in einem Grundsatzbeschluss geklärt werden, inwieweit die Pläne mit der denkmalgeschützten Kulisse der Stadt zusammenpassen. In der Hofer Freiheitshalle hat in dieser Woche die zweite von drei bayerischen Antragskonferenzen für die geplante Gleichstromtrasse Südostlink stattgefunden. Über 200 Bürger und Vertreter von Kommunen und Verbänden haben dabei der Bundesnetzagentur ihre Bedenken und Anmerkungen zu den Trassenverläufen mitgeteilt, die der Netzbetreiber TenneT vorgeschlagen hat. Ende Juni wird eine ebensolche Veranstaltung noch in Regensburg stattfinden. Am Ende erstellt die Bundesnetzagentur aus dem Gehörten dann einen Aufgabenkatalog für die weiteren Planungen von TenneT. Dadurch wird der Planungskorridor auf 500 bis 1000 Meter eingegrenzt, bevor im Anschluss das Planfeststellungsverfahren beginnen kann. Sie sind im Kosovo und in Afghanistan im Einsatz und Sie kennen die Risiken Ihres Auftrags. Die Rede ist von den Regenern Grenadieren. Doch Sicherheit vor der eigenen Haustüre war bis dato nicht unbedingt ein Thema, mit dem sich die Bundeswehr speziell auseinandergesetzt hat. Aber durch die zahlreichen Terroranschläge in Europa und auch in Deutschland hat sich die Situation gravierend verändert. Und deshalb wurde nun auch beim Panzergrenadierbataillon 112 in Regen der Ernstfall geprobt. Ausnahmezustand in der Bayerwald-Kaserne. Schwer bewaffnete Soldaten haben sich in Stellung gebracht. Was so bedrohlich aussieht, ist alles Teil des Drehbuchs. Für die Übung Bravo haben sich die Vorgesetzten bestimmte Szenarien ausgedacht, um die Bundeswehrsoldaten auf den Ernstfall vorzubereiten. Es gibt vier Alarmierungsstufen. Alpha A ist die erste Stufe, die wir jetzt zurzeit in Deutschland auch real haben. Das heißt, es besteht grundsätzlich immer die potenzielle Möglichkeit eines terroristischen Anschlags. Und das geht dann über die Stufe B, C, D, Bravo, Charlie, Delta immer höher. Momentan haben die Offiziere Gefahrenstufe Charlie ausgerufen. Das heißt also, es könnte jetzt sein, dass ein Bundesamt für Verfassungsschutz zum Beispiel einen Hinweis bekommen hat, dass es in Bayern oder Baden-Württemberg einen terroristischen Anschlag gibt. Und auf so eine Bedrohung bereiten wir uns mit den Maßnahmen, die Sie jetzt hier sehen, vor. Und dann geht's los. Ein Medikamententransport will auf das Kasernengelände. Selbst dieser sonst so alltägliche Lieferverkehr muss bei Charlie genau kontrolliert werden. Im Kofferraum eine Kiste mit Medikamenten. Der Fahrer wird aufgefordert, den Behälter zu öffnen. Doch das geht nicht, weil die Kühlkette für Impfstoffe nicht unterbrochen werden darf. Konsequenz? Der Medikamententransport muss umkehren. Dieses Mal haben die Regener Grenadiere richtig reagiert. Denn in der Medikamentenkiste war eine fiktive Bombe versteckt. Hätten die Soldaten den Fahrer im Ernstfall durchgelassen, hätte das fatale Folgen haben können. Bei Hornhaut empfehle ich die Hornhaut-Reduziercreme. Die Nummer 1 aus der Apotheke von Allgäuer Latschenkiefer. Sie reduziert die Hornhaut innerhalb weniger Tage. Beugt Rissen vor und verhindert so das Eindringen schädlicher Bakterien. Meine Kunden sind auch überzeugt. Ich habe da was wirklich funktioniert. Die Hornhaut-Reduziercreme in Ihrer Apotheke. Von hier kommt unsere Milch. Sternenfair, gentechnikfrei und bienenfreundlich. Kein Futter aus Übersee. Unsere Ziele sind eine nachhaltige, tiergerechte Erzeugung, gesündere Produkte und eine gerechte Entlohnung der Milcherzeuger. Fair im Erzeugerpreis. Sternenfair. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Also die Gelenke, die taten mir wirklich weh. Ich war eigentlich immer ein sehr aktiver Mensch.
Und dann ging das auf einmal alles nicht mehr. Prof Schmerzcreme wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Ich habe Prof benutzt und es war gleich viel besser. Ich kann nur jedem raten, bei Schmerzen nicht lange zögern, Prof kaufen. Die gelbe Schmerzcreme aus der Apotheke. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. In Ihrer Apotheke. Mascara Me tönt intensiv schwarz und nachhaltig dunkler. Stärkere, längere und gepflegtere Wimpern bereits nach 2 Wochen klinisch bestätigt. Auch ungeschminkt sind meine Wimpern nun dunkler und länger. Mascara Made, ein Mascara, der mehr kann. Anfangs hatte ich nur diese Rötungen. Doch dann wurde es immer schlimmer. Couperose. Mein Dermatologe hat mir dann das Copeliac Spezialpflegegel von Medipharma Cosmetics empfohlen. Der pflanzliche Wirkstoffkomplex mit Calendula-Extrakt mindert Rötungen und kleine sichtbare Äderchen erscheinen gemildert. Auch vorbeugend. Copeliac Spezialpflegegel von Medipharma Cosmetics in Ihrer Apotheke. TV Bayern Live zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard, Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. TV Bayern Live. Ganz Bayern in einer Stunde. Sportlich an dieser Stelle widmen wir uns heute einmal einer Sportart, die viele von Ihnen so in dieser Form vielleicht nicht kennen, und zwar Indoor-Rudern. Dabei gibt es in Niederbayern sogar einen echten Weltmeister. Sein Name Bernhard Köhler, sein Alter 59, seine Sportart Indoor-Rudern, sein Kampfname Bayerischer Hammer. Bayerischer Hammer, den haben wir uns damals überlegt, weil wir gegenseitig rudern mussten im Vereinsbooten. Und dann hat jeder einen Namen gebraucht, Wikinger oder sonst was. Und wir sind auf Bayerischer Main, obwohl ich als Preis ja nach Bayern hergezogen bin, war der Main Bayerischer und der andere sagt der Hammer. Und seitdem haben wir unseren Bayerischen Hammer und wir haben auch unter dem Namen immer Erfolge. Und diese Erfolge zeigen, dass hinter dem Bayerischen Hammer in der Tat eine unheimliche Schlagkraft steckt. Nach zahlreichen deutschen Meistertiteln und sogar der Europameisterschaft folgte im Februar diesen Jahres der absolute Höhepunkt seiner Karriere. Bei der Ergometer-WM in Boston sicherte er sich in der Altersklasse zwischen 55 und 59 Jahren in der Leichtgewichtsklasse über 2000 Meter den Weltmeistertitel. Man kann es manchmal gar nicht glauben, wenn man aufsteht. Ich war immer nur Zweiter und habe mich schon so ein bisschen in die Schiene, aber ich wollte unbedingt mal Weltmeister werden, erst mit 60. Aber wie gesagt, es hat jetzt so schnell geklappt, dass ich das immer noch nicht begreife. Man merkt es schon, Bernhard Köhler ist richtig glücklich, seit ihm im 5. Anlauf endlich der lang ersehnte große Wurf gelungen ist. Seit Jahren betreibt der gebürtige Saarländer das Indoor-Rudern als Leistungssport. Dabei war eine Karriere in dieser Sportart gar nicht geplant. Also rudern wollte ich ja nie, weil man immer alles sieht, wenn man vorbei ist. Ich komme aus dem Kanu-Bereich, sprich, ich habe ganz kurz mit dem Kajak angefangen im Saarland und bin dann auf Kanadier gewechselt, weil 1972 sah ich Olympia im Fernsehen. Da sagte ich zu meiner Mutter, die Art begeistert mich, die Sportart, die möchte ich machen. Und bei uns war es dann so, gab es damals auch einen Achter und das waren alles Bären und ich war immer so klein und dann haben sie mir gesagt, Kleiner, du wirst eh nie was und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt arbeitest du an dir und dann habe ich auch sehr schnell Erfolg in der Sportart gehabt. Und dieser Ehrgeiz treibt den 59-Jährigen seit jeher zu Höchstleistungen. Den letzten Beweis für seinen unbändigen Willen lieferte Köhler eben bei der WM in Boston, als er im Schlussspurt die Schlagzahl sogar noch einmal erhöhen konnte. Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, die richtige Technik, ein Schuss Cleverness und vor allem Training über Training, das sind die Faktoren für den Erfolg. Mein Prinzip ist 3-mal die Woche rudern, dann schwimmen, laufen, Radfahren, also die anderen Sportarten, wo dann auch mir Spaß macht. Ich arbeite ständig an meiner Technik, schneller nach vorne, ruhiger nach vorne, schauen, dass die Arme gestreckt sind, Atemrhythmus und lauter so Sachen. Die Zeit, wie man schon mal vom Display sieht, dass die immer wieder gleich ist und da muss man halt sehr, sehr viel arbeiten und wie gesagt an sich glauben. Mit seinen Erfolgen hat sich Köhler auch in seiner Umgebung längst einen Namen gemacht. Die Stadt Regen ist jedenfalls mehr als stolz auf ihren Weltmeister.
Unser Bernd ist ein Ausnahmeathlet, ein Vorbild, ein Beispiel für Talent, Ausdauer, Trainingsfleiß, Disziplin und Leidenschaft im Sport. Und wir gratulieren von Seiten der Stadt mit Urkunde und Eintrag in das Goldene Buch unserem bayerischen Hammer und wünschen ihm viel sportlichen Erfolg, Freude und Ausdauer weiterhin als Ausnahmesportler. Das Indoor-Rudern ist für Köhler allerdings mehr als nur Sport. Vielmehr ist es eine Lebenseinstellung. Denn damit hält sich der ausgebildete Übungsleiter fit und jung. Es ist eine Bewegung, wie man am Wasser macht, nur dass man am Wasser kein Skull hat oder wie im Achter jetzt Riemen, sondern dass man sich mit dem Sitz, mit dem Rollsitz nach vorne schieben muss und den ganzen Körper dadurch beanspruchen muss. Und das ist für den Kreislauf, für alle Funktionen, wo man hat. Und was mir an der Sportart fasziniert ist, ich trainiere meinen ganzen Körper. Und ich bleibe vor allen Dingen fit. Und das tut mir auch selber gut. Und meiner Frau, weil die sagt, jetzt willst du heute mal nicht ins Training gehen, da hat sie auch ihre Ruhe. Ausruhen wird sich Bernhard Köhler selbst aber noch lange nicht. Im kommenden Jahr will er zunächst seinen WM-Titel verteidigen und strebt dann auch noch den Weltrekord über 100 Kilometer an. Sein 60. Geburtstag 2018 wird also bestimmt nicht verhindern, dass der bayerische Hammer auch die nächsten Jahre noch kräftig zuschlagen kann. Wahnsinn. Von wegen Politik verdrossen. Was denken junge Leute über bayerische Politik? Meine Kollegin Anja Pross holt mit Plenum Plus die Themen von der Straße in den Bayerischen Landtag. Jugendliche fragen und die Abgeordneten, die müssen antworten. Hallo und herzlich willkommen zu Plenum Plus, dem jungen Politikformat für Bayern. Wir Journalisten, wir treffen jede Woche hier im Landtag Abgeordnete und befragen sie zu aktuellen Themen oder politischen Diskussionen. Damit nicht immer nur wir die Fragen stellen, gibt's jetzt Plenum Plus. Hier habt ihr, also quasi das jüngste Drittel unserer Gesellschaft, die Chance, eure Fragen direkt an die Abgeordneten loszuwerden. Wir machen dieses Format nicht nur für politisch Interessierte, sondern auch für Leute, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit Politik auseinandergesetzt haben. Denn wie könnte man sich besser informieren, als einfach zu fragen? Hallo, Entschuldigung, sag mal, seid ihr politisch interessiert? Nee, nicht wirklich. Wieso nicht? Ja, also mittlerweile schon ein bisschen mehr durch das ganze Geschehen, was jetzt so passiert. Aber ja, man sollte sich noch ein bisschen mehr informieren, würde ich jetzt mal sagen. Hallo, mein Name ist Johanna Traunsburger, ich bin 22 Jahre alt, komme aus München, wohne in Forstenried. Und mich würde mal interessieren, warum so viele Wohnhäuser für Flüchtlinge gebaut werden und nicht vielleicht genauso viele auch für Studenten. Ja, hallo, Johanna, Sie haben gefragt, warum Studierende weniger Wohnungen finden als Flüchtlinge. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, wir haben echt ganz viele Wohnungen für Studierende in München gebaut. Wir haben einige zigtausende. Und wir haben aber gerade auch, dass viele Menschen mit Flucht zu uns kommen. Die haben Schlimmes erlebt und die brauchen erstmal eine Wohnstadt. Wir brauchen sowohl Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge, denn die finden auf dem Wohnungsmarkt nichts. Und wir brauchen natürlich auch Wohnungen für Studenten, insbesondere Wohnheimplätze. Und da sind wir seit vielen, vielen Jahren auf einem in etwa gleichbleibend hohen Niveau von mindestens 25 Millionen Euro pro Jahr. Derzeit ist es sogar etwas mehr, dass wir wirklich ausgeben, auch für studentischen Wohnheimbau. Ja, im Moment wohne ich leider noch zu Hause, weil ich es mir nicht leisten kann, auszuziehen, weil ja die Wohnungsmieten in München relativ teuer sind. Wir wissen, dass natürlich auch Studentinnen und Studenten auf dem freien Wohnungsmarkt sich kaum eine bezahlbare Wohnung leisten können. Also wie gesagt, bitte nicht die eine Nachfragergruppe gegen die andere ausspielen. Ich finde aktuell, was man so mitbekommt, beschäftigt sich die Politik dann eher mit anderen Themen, die natürlich auch mega wichtig sind, aber man darf halt die eigenen Menschen, die im Land schon ewig leben und Steuern zahlen, finde ich, nicht vergessen. Wir brauchen ganz viele Wohnungen für Studierende. Da ist noch Luft nach oben. Meine Tochter sucht auch gerade eine. Aber wir brauchen für die Menschen, die gerade hergeflüchtet sind, erstmal einen Kopf über dem Dach und erstmal Zuneigung. Und ich glaube, Sie verstehen, dass wir beides gleichzeitig machen wollen. Und wir sind dran. Ja, schon im Videoschnitt habe ich gesehen, dass die nächste Frage die Gemüter der Abgeordneten ziemlich spaltet. Es geht um Drogen. Und ob sich an der bayerischen Drogenpolitik etwas ändern sollte. In Portugal beispielsweise wurde 2001 der Konsum aller Drogen, auch Heroin und Kokain, entkriminalisiert.
Das heißt jetzt nicht, dass diese Drogen auf einmal legal wären, aber wer mit Eigenverbrauchsmengen erwischt wird, wird nicht als Straftäter angesehen. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, so wie Falschparken hierzulande. Wer aber erwischt wird, muss zum Gespräch über sein eigenes Konsumverhalten. Und das mit einem Juristen, einem Sozialarbeiter und einem Psychologen. In Portugal hat dieses Modell gut funktioniert, weil der durchschnittliche Drogenkonsum ist seither gesunken. Auch bei der anfälligeren Gruppe der 15- bis 24-Jährigen. Wäre sowas nicht auch in Bayern denkbar? Servus, ich bin Richie und ich bin 19 Jahre alt und ich wohne hier in München. Und ich würde gerne einen Abgeordneten fragen, wieso die bayerische Drogenpolitik immer noch so strikt ist, wo man in anderen Ländern, zum Beispiel in Portugal, sieht, dass eine Liberalisierung deutliche Vorteile bringt. Ja, Richie, das ist eine gute Frage, die Sie mir da stellen. Ich denke, in Bayern haben wir diese relativ restriktive Drogenpolitik aus historischen Gründen, um eben nicht noch mehr Drogen, wir haben das große Problem mit der Droge Alkohol, freizugeben. Also als gesundheitspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion kann ich keine Vorteile einer liberalisierten oder liberalen Drogenpolitik erkennen. Ja, ich verstehe einfach nicht, wieso man an konkreten Beispielen sieht, dass es besser gehen würde, aber es nicht besser gemacht wird hier bei uns. Unser Ziel in Bayern ist es, dass wir junge Leute vom Drogenkonsum möglichst abhalten. Und da ist eine harte Linie, eine auch repressive Linie, aus unserer Sicht der beste Weg. Auch wenn jemand auf diesen falschen Weg gekommen ist und drogenabhängig ist, wollen wir versuchen, möglichst zu helfen. Das tun wir durch Methadon-Programme oder auch durch ein Naloxon-Programm, was wir einführen. Aber die Drogenpolitik liberaler zu machen, ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Nachdem sich aber in anderen Ländern viel tut im Moment, glaube ich, würde ich als Gesundheitspolitiker im Moment die Entwicklung zum Beispiel in Portugal abwarten, auch in den USA und dann noch einmal auch in Bayern über eine modernere, neue Drogenpolitik nachdenken. Ja, und jetzt geht's ins Innerste des Landtags, ins Plenum, in den Hexenkessel quasi, wo die heißen Diskussionen zwischen den Abgeordneten wirklich manchmal hochkochen. Und ich befinde mich gerade auf der Tribüne für die Journalisten, die Pressetribüne. Aber hinter mir, die Leute, die sehen Sie, das sind Menschen, die auf Einladung von Abgeordneten da sind. Das sind ganze Besuchergruppen. Aber auch wer alleine mal Lust hat, auch spontan vorbeizukommen, kann an einem Plenartag, so wie heute, einfach zum Landtag kommen, sich einen Besucherausweis holen, sich da hinsetzen und zuhören. Eine Stunde ist ungefähr eingeplant, da müssen die Zeiten schon ein bisschen eingehalten werden. Aber wer nicht nur zuhören will, der kommt einfach zu uns, denn bei Plenum Plus könnt ihr direkt die Fragen stellen. Interessierst du dich für Politik? Boah, ein bisschen. Was würdest du mal gerne einen bayerischen Politiker fragen? Hi, ich heiße Greg Wade. Ich komme aus Chicago in den USA und ich würde gerne einen bayerischen Politiker fragen, wie aus Ihrer Sicht die Zukunft der Landwirtschaft aussieht und ob wir uns Richtung nachhaltige Landwirtschaft weltweit bewegen. Diese Frage ist natürlich sehr interessant und natürlich bräuchte man fast jetzt insgesamt eine Glaskugel dazu. Die Zukunft der Landwirtschaft, glaube ich, schaut gut aus, weil wir werden immer mehr Menschen auf der Welt und wir brauchen natürlich was zum Essen. Und wer produziert das Essen, ist die Landwirtschaft. Wir haben jeden Tag 229.000 Bürger auf der Welt mehr. Und da müssen wir noch mehr nachhaltig wirtschaften, um diese Bürger dann auch zu ernähren. Dass es in Richtung Nachhaltigkeit geht, ich glaube, darum kommen wir einfach nicht mehr drum rum. Natürlich ist es für manche Konzerne sicher ein Gewinneinbruch, aber für uns alle, für die Tiere, für die Menschen, für die Umwelt, wird es die einzig richtige Richtung sein und auch die einzige Chance, wie wir unser Überleben auf diesem Planeten sichern. Die Landwirtschaft muss einfach nachhaltiger und ökologischer werden. Ja, im Gegensatz zu anderen Fragen waren sich beim Thema Nachhaltigkeit die Agrarpolitiker von den Grünen und von der CSU gar nicht mal so fremd. Aber wie läuft denn hier eigentlich so die Zusammenarbeit so als Menschen über Parteigrenzen hinweg? Entschuldigung, kann man als Grüner auch mal mit den Freien Wählern Kaffee trinken? Ja, natürlich. Mit den beiden Kollegen kann man das auf jeden Fall. Das ist überhaupt kein Problem. Also wir sind ja auch noch zusammen im Ausschuss, von daher haben wir uns auch inhaltlich noch was zu sagen. Ist das wirklich so? Ja, das ist wie in allen Familien und Gruppierungen. Es gibt Nette innerhalb der Gruppe und auch Nette außerhalb. Und Thomas Mütze gehört zu den Netten der Grünen. Das muss ich jetzt sagen. Das freut uns ja, dass es hier doch sehr gesittet und sehr freundschaftlich zugeht. Aber bei der nächsten Frage muss ich Sie enttäuschen. Da hört man die Parteifarben wieder etwas deutlicher heraus.
Hi, ich bin der Paul. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Burghausen, wohne derzeit in München. Und mich würde es interessieren, warum es in Bayern keinen Bildungsurlaub gibt. Ja, lieber Paul, Ihre Frage ist wirklich vollkommen berechtigt. Die hat sich die SPD-Landtagsfraktion nämlich auch gestellt. Deswegen werden wir jetzt demnächst einen Gesetzentwurf zum Anspruch auf Bildungsurlaub in Bayern einbringen. Wir wählen einen anderen Weg als diejenigen, die einen gesetzlichen Bildungsurlaub machen, weil wir glauben, dass mit entsprechender Unterstützung der Projekte der Weg besser ist, als nur einen Urlaub damit zu verbinden, der nicht durchsetzbar ist bei Arbeitgebern. Bildung ist Teil des Menschenrechts auf Bildung. Und lediglich in Bayern und Sachsen gibt es, in Deutschland noch kein Bildungsfreistellungsgesetz. Ich denke, dass das eine super Sache ist, wenn man für politische oder ehrenamtliche pädagogische Fortbildungen, Weiterbildungen, Aktivitäten keinen normalen gängigen Jahresurlaub verwenden muss, sondern extra einen dafür vorgesehenen Bildungsurlaub zur Verfügung hat. Es gibt natürlich die Notwendigkeit, auch in Bayern Bildung im Bildungsurlaubsbereich zu unterstützen. Wir machen das mit der Bezuschussung derjenigen, die Bildungsurlaub anbieten, die Angebote in der Erwachsenenbildung, in der Bildung von Arbeitnehmern, von Ehrenamtlichen, von Jugendlichen machen. Wir stellen uns vor, dass Arbeitnehmer ein Recht bekommen sollen, 10 Tage auf 2 Jahre verteilt Bildungsurlaub nehmen zu dürfen, natürlich in Absprache mit dem Arbeitgeber, das ist ganz klar. Und in dieser Zeit soll auch die Lohnfortzahlung festgeschrieben sein und die Weiterbildung soll vom Arbeitgeber auch finanziert werden, denn letztendlich profitiert am Ende ja nicht nur der Arbeitnehmer, sondern auch der Arbeitgeber von Weiterbildung für Arbeitnehmern. Kennt ihr auch diese Sprüche? Die Jugend muss was bewegen. Mensch, bringt euch doch mal ins politische Geschehen mit ein. Oder ihr interessiert euch doch eh nur für eure WhatsApp. Ganz gemeine Unterstellung, wie ich finde. Das zeigen die vielen Fragen, die bisher gestellt wurden. Und jetzt Konstantin. Der möchte sein Anliegen am liebsten direkt zur Abstimmung in den Landtag mit einbringen. Hallo, ich bin der Konstantin, 29 Jahre alt, ich lebe in München am Friedensengel. Mich würde brennend interessieren, wie man als Bürger beispielsweise ein politisches Vorhaben wie eine Sperrzeitregelung für die Bewirtung von Freischankflächen, wie wir hier so gerade sehen, zum Beispiel bis 2 Uhr morgens anheben kann. Wie könnte ich sowas politisch bewerkstelligen? Denn für sehr, sehr viele junge Münchner, die halt nicht gerade mit den Hühnern schlafen gehen wollen, ist das ein Teil Lebensgefühl. Und ich als Bürger würde gerne wissen, ob und wo ich sowas zu einer Abstimmung beispielsweise im Landtag einbringen könnte. Dankeschön. Ich bin Erwin Huber und Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses, der für diese Frage von Sperrzeiten mit zuständig ist. Ja, prinzipiell kann jeder Bürger, jede Bürgerin sich mit einer Petition an den Landtag wenden. Das ist auch ein Grundrecht. Und der Landtag behandelt jede dieser Eingabe auch in öffentlicher Sitzung. Und es wird sehr gründlich und gut beraten. Und hat natürlich dann auch Einfluss am Gesetzgebungsverfahren. Zweite Möglichkeit ist, einen regionalen Abgeordneten direkt anzusprechen und dahin zu bitten, dass er das Anliegen vorbringt. Im Fall jetzt von der Sperrzeitenregelung ist es leider so, dass es hier sehr stark auf Ebene der Kommunen gehandelt wird. Also man muss sich natürlich auch immer fragen, wo ist der Landtag zuständig? In diesem Fall ist kommunale Planungshoheit, es geht hier sehr weit. In dem Fall ist es aber auch möglich, sich an die jeweilige Gemeinde zu wenden, um von der Gemeinde eine generelle Regelung zu bekommen. Wir haben den Gemeinden auch die Möglichkeit gegeben, hier Satzungen zu erlassen. Also es gibt 2 Wege, bei der Gemeinde oder beim Landtag. Beziehungsweise dann noch einmal Unterschriften sammeln, suchen gehen, welche Verbände können mein Anliegen unterstützen. Also hier kann man sehr, sehr viel erreichen und ich würde dazu ermutigen, dass man da wirklich mehr tut, weil ihr Anliegen wird auf jeden Fall gehört. Auf dem Weg von der Tiefgarage hoch in den Landtag, da fühlt es sich manchmal so an wie in der Polizserie House of Cards. Diese alten Gemäuer, die eignen sich doch eigentlich perfekt für geheime Absprachen. Keine Videokameras. Und auch Abhörsignale dürften hier unten gestört sein. Tja, aber die Politiker haben keine Zeit mehr, sich zu verstecken. Denn wir holen jetzt die Antworten auf eure Fragen. Hey, ich bin der Luca Winkhaus, 19 Jahre alt, komme aus Giesing. Und ich würde gerne fragen, warum gibt es nicht mehr Volksentscheidungen? Das ist eine sehr gute Frage, weil wir uns als Freie Wähler für mehr Volksentscheide
einsetzen. Und es finden in Bayern überdurchschnittlich viele solche Entscheide statt. Zum Beispiel seit 1995 über 2200 Bürgerbegehren und daraus entstanden sind dann über 1600 Bürgerentscheide auf der kommunalen Ebene. Man muss unterscheiden zwischen den Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene, also in den Städten und Gemeinden, da gibt es relativ viele, und den Volksentscheiden und Volksbegehren im Land, in Bayern, da gibt es relativ wenige, weil solche Volksbegehren und Volksentscheide nur möglich sind, wenn sie nicht Auswirkungen auf den Haushalt haben. Das heißt, sie dürfen kein Geld kosten, und das tun natürlich die meisten Dinge. Und da sind wir Freiwilliger dafür, dass man das aufhebt und eben auch mehr Volksentscheide erlaubt auf Landesebene. Es können natürlich nicht alle Themen so mit Volksentscheidungen entschieden werden, aber da es wäre halt auch besser, wenn dann auch ein gewisser Bezug dann auch zu den Menschen besteht. Also dass man halt, dass der Bezug zur Politik näher ist und dass man auch als junger Mensch mehr einbezogen wird. Hängt natürlich davon ab, ob sich Bürgerinnen und Bürger engagieren, ob sie der Meinung sind, dass neben dem Gemeinderat, neben dem Stadtrat auch aus der Bürgerschaft selbst Initiativen kommen müssen und dann auf dieser Ebene auch entschieden werden muss. Also es liegt eigentlich an jedem selber, darauf Einfluss zu nehmen, wie viel solche Entscheide es gibt. Aber insgesamt gibt es in Bayern sehr, sehr viele. Das ist eine Form, die sich sehr bewährt hat. Wie ihr gesehen habt, hat der einzelne Bürger ganz schön was in der Politik mitzureden, nicht nur bei den Wahlen. Da gibt es die Volksentscheidungen, Bürgerbegehren oder eine Petition. Und schon spricht man über eure Themen im Bayerischen Landtag. Auch wir beschäftigen uns demnächst wieder mit euren Fragen hier bei Plenum Plus. Plenum Plus, eine ganz neue, tolle Kategorie hier bei TV Bayern Live. Vielen Dank an die Kollegin Anja Pross. Tolle Stimmen eingefangen, wie ich finde. Ja, an diesem Pfingstwochenende müssen Sie auf alles vorbereitet sein. Am Samstag wird es richtig heiß. Die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad. Dann aber wird es richtig kalt. Mehr zum Wetter jetzt bei uns. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche Ihnen ein schönes Pfingstwochenende. Genießen Sie es, egal wie das Wetter wird. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Servus. TV Bayern Live zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard, Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. TV Bayern Live, ganz Bayern in einer Stunde. Regional, fair und nachhaltig. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Unser Wetter wird präsentiert von Sternenfair. Keine Angst vor Trockenheit, der Regen kommt und zwar ergiebig und das im ganzen Freistaat. In der Nacht auf den Pfingstsonntag geht es noch anfangs los mit teils kräftigen Gewittern. Dahinter regnet es sich von Schwaben her ein und das wird eine sehr, sehr nasse Nacht. Die Temperaturen liegen morgen früh so grob bei 15, 16 Grad im Oberallgäu, bei um die 13 Grad. Das sind dann übrigens teilweise die Höchstwerte von Dienstag. Es wird also in den nächsten Tagen deutlich frischer. Der Pfingstsonntag bringt uns in Franken zunächst noch einige Regenfälle, etwa vom Nürnberger Raum bis nach Oberfranken. Am Nachmittag lässt das Ganze nach. Und vom Untermain her zeigt sich immer häufiger die Sonne. Das Ganze hier bei um und etwas über 20 Grad. Im Regen sind es nur so 17 bis 19 Grad. Später lockern dann aber auch beispielsweise in Hochfranken die Wolken auf. Der Wind ist relativ unangenehm, kommt aus nordwestlichen Richtungen, der Stärke 3 bis 4 im Mittel daher. Die Bäume rauschen und die Kornfelder wogen und dadurch fühlt sich das Ganze noch ein bisschen kühler an, wobei am Nachmittag dann, wenn die Sonne herauskommt, das ja dann ganz nett ist. In der Oberpfalz und in Niederbayern starten wir erst einmal mit Regen in den Tag. Am Nachmittag ziehen sich die Regenfälle Richtung Böhmerwald zurück, vereinzelt folgen dahinter noch ein paar Schauer, örtlich auch kurze Gewitter, aber keine Unwetter mehr. Das Ganze bei Werten von um die 20 Grad. Und auch hier haben wir recht flotten Nordwest- bis Westwind. Gerade in freien Lagen ist der Wind auch mal sehr, sehr unangenehm. In Schwaben, Allgäu und Oberbayern
klemmt der Regen am längsten, vor allen Dingen vom Ostallgäu bis in den Chiemgau rein. Später lockern die Wolken auf, die Schauer klingen ab und die Sonne kommt heraus. Die Temperaturen erreichen aber mit Ach und Krach gerade mal 16 bis 20 Grad. Und auch hier ist der Wind gerade über dem Alpenvorland spürbar. In den Alpentälern ist der Wind äußerst schwach. Der Pfingstmontag startet noch ganz nett mit Sonne und immer mehr Wolken. Am Nachmittag erwarten uns dann immer häufiger Regen und Gewitter. Der Dienstag wird sehr windig und regnerisch. Im Hochgebirge fällt Schnee bis rund 2000 Meter Höhe. Und auch der Mittwoch bringt uns rauschenden und raunenden Wind und immer wieder Schauer. Regional, fair und nachhaltig. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Unser Wetter wurde präsentiert von Sternenfair.